Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Ist hier irgendwas? Ja, hier ist irgendwas. Artefakte hatten wir auch noch nicht. Okay. Seltsamer Stein. Diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze links und rechts, um nach der Erinnerung zu suchen und drücke X, um sie zu enthüllen. Wo bist du gewesen, Kind? Ich habe was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein. Sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Das ist doch mal eine gute Lektion. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Uruk-hai starb. Wo zeigt denn das hin? Ich will... Ach, da oben. Hirgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Odun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Okay. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Den hole ich mir jetzt aber. Was, ein Sklave läuft davon? Guter Sklave. Erstmal die Orks erledigen. Lasst doch den armen Sklaven in Ruhe. Hat doch nichts getan. So, nehmen wir die Abkürzung. Netter, hoch. Boah, ich kann da wirklich hoch. Talentierter Junge. Gesundheitsherstellen. Ne, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt zu der Festung. Obwohl, da drüben ist der Turm. Den hole ich mir zuerst. Dann ist wenigstens das Gebiet schon mal aufgedeckt. Aber so eine direkte Storyline habe ich jetzt noch nicht gefunden. Es gibt verschiedene Arten von Missionen und alles, aber eine Hauptstoryline ist mir noch neu. Mordor nimmt die Form der Elder an. So. Und wir machen jetzt auf jeden Fall... wo ist da? Darüber muss ich. Blutracheaufträge. Blutracheaufträge lassen dich die Tode anderer Spieler rächen. Gehe zu, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Ist hier irgendwo eine Blutrache? Nee. Zeigst du mir das dann? Ich will zuerst das hier machen. Mensch. Geht da hoch? Weiß der praktisch, wie hoch der laufen kann. So, da. Okay. Durchschleichen. Und los geht's. Hirgon hat einen Plan, wie die Aufmerksamkeit... Ja, bla bla, das haben wir schon gelesen. Ist das jetzt der Typ, den wir gesucht haben am Anfang? Schöne Deko. Wie zu Hause, Talion. Ja, perfekt. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Und diesmal wird es ein fairer Kampf werden. Du hast den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden.
Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck. Dem Vergiften von Orks. Folge mir. Das klingt nach einem Plan. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hiergon. Oh, sein Herz sagt ja. Oh, ist das süß. Sogar hier gibt es noch wahre Liebe. Was ist das weiße Symbol? Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Was ist das weiße Symbol unten? Wüsste gern. Sammle die Kräuter für das Gift. Okay. Ich würde sagen, den erledigen wir zuerst. Der Hauptmann sagt, wir sollen uns bereit machen, Odun bald zu verlassen. Das ergibt doch keinen Sinn. Was ist mit dem Tag? Wer bringt ihn zur Strecke, wenn wir fort sind? Sicherlich haben sie anderes. Lass mal den hier weg. Und den auch noch erledigen, bevor er irgendwas sagen kann. Halt! Ich habe etwas gesehen. Und... sieht so aus! Der muss auch dran glauben. Perfekt. So, wo ist das Kraut? Da, das sieht gut aus. Kennt das? Ach so, das Feuer kann er anschießen. Stimmt, das muss er auch mal ausprobieren. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Kraut Nummer 3. Ach, da drüben. Leuchtet irgendwas. Kann ich da Informationen rausziehen? So wie vorhin? Nee, schade. Dann ist... nee, das ist Gesundheitskraut. wo wäre ich, wenn ich ein giftiges Kraut wäre? Das ist eine gute Frage. Irgendwo hier... Erzähl uns davon, Geräuschen, die du ach, hier! Halt's Maul! Perfekt. So, dann geht's weiter, mein lieber Freund. Weiter in die Schlacht. Mit dem Gift in der Hand. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Oh, noch mehr? Oh, ich bin kein Gärtner. Ich bin Kämpfer, ich bin Waldläufer. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Das gefällt mir. Das ist ein guter Mann. Jetzt ist alles weg. Was soll ich denn jetzt essen? Meinen Arm? Oh, ich würde so gerne den Typen erledigen. Ah, der muss weitergehen. Ah, immer wenn man mal was zum Spaß haben findet. So, wohin gehen wir? Wo müsste jetzt Kraut kommen? Wahrscheinlich da hier vorne irgendwo im Gebiet. Wer von euch hat diese kleine oder? Kreatur? In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Überholt. Endlich. Es wurde auch dezent überholt. So, zwei Kräuter da drüben und... oh, da ist so ein Team. So ein Ding. Au! Oh, erstmal zähmen. Bevor der zu viel Lärm macht hier. Braves Tier. Braves Tierchen. Bleib einfach still. Dann wird niemand was passieren. Schon gar nicht dir.
Kraut. Sehr schön. So, tschüss, Tierchen. Wo geht's jetzt hin? Haben wir jetzt genug? Oder müssen wir noch mehr Kräuter sammeln? Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Na dann. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Na dann, wir sind dein Freund, Rakel. Du musst was Tolles getan haben. Wohl Deserteur, das heißt, der ist weggelaufen oder irgend sowas. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Das will er voll hoffen. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Langsam reicht's mir auch mit dem Sammeln. Habe ich den Turm schon? Nee, habe ich nicht. Da ist ein Türmchen. Und ich mag mein Türmchen. Ich mag mein Türmchen sehr. Was? Was? Ah! Mensch. Komm gerade wieder zurück. So, wo ist hier das Kraut? Kraut, 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 Kraut. Und Krautsalat. Was ist denn da oben? Irgendwas ist da. Ach so, das. Der Bienenstock. Boah, das sah jetzt aber cool aus. Wie da jetzt hochgesprungen ist. Das war ein cooler Stunt. Muss man sagen. Können sich auch die Assassinen noch ein bisschen was abschauen von ihm. So, zu den Orokönigen geht's. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Dann sollte ich mich wohl besser verstecken. Die Uhren sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Jawohl, ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Der tödlichste Schatten in der Welt. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Okay, drücke linke Steuerung, um Gift in die Korbfässer zu mischen. Nachdem die Uruks davon trinken, werden alle Überlebenden misstrauisch und beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Gut, eliminiere 5 Uruks durch Schleichtötungen. Und zuerst gehe ich hier rauf, weil, wenn wir schon gerade da sind, man weiß ja nie, wo wir jetzt dann hinlaufen von hier aus. Bietet sich einfach an, dass ich das direkt erledige. Fehlt wie Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. So, man kann wieder was verbessern. Fähigkeitspunkt. Was? Erworben? Ach so, Gift in die Grogfässer. Okay. Ist eine Fähigkeit? Interessant. Runenplatz. Für den Dolch brauche ich auf jeden Fall einen. Oder? Oder ich spare es mir noch ein bisschen. Fast noch ein bisschen zu früh dafür. Wo muss ich jetzt hin? Schleiche dich in die Urk. 5 Schleichtötungen erledigen. Erstmal den Schützen erledigen. Der macht sonst nur Ärger. Kannst du dich umdrehen? Ja, genau du. Du da drüben. Du. Schau. Oh nein. Nicht misstrauisch werden. Dreht er sich einmal um? Ich glaube, der dreht sich einmal um und geht in die andere Seite. Jep. Dann kann ich den hier mit Schleichangriff töten. Na toll, natürlich fliegt die Leiche runter. Muss der so kommen.